herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Ich dachte mir, ich habe aktuell keine Küche und ich dachte, ich möchte trotzdem gerne was backen. Und ich kann euch jetzt mal einblenden, wie meine Küche aktuell aussieht. Und ich dachte, es bietet sich dann vielleicht an, dass ich etwas backe, wofür man keinen Ofen braucht, wobei sie bei meiner Mikrowelle Ofenfunktion hätte. Aber ich habe hier ein Waffeleisen, damit kann ich Waffeln backen. Und ich wollte einfach mal testen, wie das so ist, ohne Küche zu backen. Ich habe mir hier alle meine Zutaten hingetan. Hier alles, was ich an Equipment brauche. Ich hoffe, ich habe alles. Und der Karl, der sitzt hier nämlich auch mit am Tisch, mein Assistent, hat das Backbuch. Und somit werde ich jetzt bei 38 Grad Waffeln backen. So, es gibt Vanillewaffeln und dann würde ich sagen, legen wir mal los. Ja, die Butter in die Rührschüssel geben und geschmeidig rühren. Ich habe die Butter gerade aus dem Gefrierschrank genommen. Das heißt, ich muss die wahrscheinlich erstmal auftauen in der Mikrowelle. Okay, vielleicht doch kleine Planänderung. Ich versuche sie doch einfach durchzuschneiden und dann gleich abzuwiegen. So. Ich brauche 125 Gramm Butter, das heißt, es dürfte ja genau die Mitte sein. So, seht ihr jetzt die Waage? Ne, seht ihr nicht. Okay, dann müsst ihr mir einfach glauben, was ich jetzt sage. 122 Gramm. Ich finde, das ist eigentlich ganz gut. Dann lasse ich diese 122 Gramm hier jetzt erstmal noch schmelzen, damit ich die dann schaumig schlagen kann und der Rest wird gleich wieder eingefroren. Na, mal sehen, was das jetzt wird. Ich habe leider hier nur eine Glasschüssel. Weil ich habe festgestellt, ich besitze gar keine Backschüsseln. Also keine so aus Plastik. Und die einzige Schüssel, die ich besitze, ist so eine riesige Tupper-Salatschüssel, 4,3 Liter oder sowas. Und da habe ich ja heute Mittag Salat drin gehabt. Deswegen ja, muss ich jetzt mal gucken, wie das ist, mit dem Mixer hier in der Glasschüssel zu mixen. Wow! Also die Butter ist echt, macht was sie soll. Und ist jetzt eigentlich auch schon sehr cremig. Das hängt jetzt halt alles an den Mixerstäben. So, cremig, habe ich gesagt. Zucker und Vanillezucker hinzugeben. Also, Vanillezucker ist einfach, ist nämlich nur ein Päckchen. Zucker. Oh, 25 Gramm. Das hat sich ja richtig gelohnt, dafür extra einen Zucker zu kaufen. Also ich meine, ich werde auch noch öfter mal Zucker brauchen, so ist es ja nicht, aber ja. Kann Zucker. Das war es dann auch schon, 25 Gramm Zucker. So, das muss man jetzt wieder verrühren. Was kommt als nächstes? Eier nach und nach unterrühren. Okay, drei Eier. Ja, das ist eine echt seltsame Verbindung. Butter, Eier und Zucker so zum Rühren. Vanilleschote längs aufschneiden, mag in den Teig, bla bla. Wir brauchen von einer Vanilleschote und hier ist ein Teelöffel Vanillepaste statt einer Vanilleschote. Die habe ich gefunden bei Penny im Übrigen. Es war wirklich sehr günstig und vor allem ist es halt auch einfach irgendwie viel praktischer, finde ich, als so, wenn du immer so eine Vanilleschote kaufen musst und die dann so aufschlitzen musst. So, also ein Teelöffel. Boah, das sieht aber cool aus. Die Sache ist, ich habe halt schwarze Teelöffel, ne? Ich glaube, das ist eher so gelb mit schwarzen Punkten. Mal sehen, ja. Mehl und Backpulver in den Teig. 250 Gramm Mehl. So, das ist ja schon mal eine Ansage. Das ist schon mal besser als 25 Gramm. Zucker. Ja, das ist Mehl. Thank you.
halbe. Ein halbes Päckchen Backpulver. 250 ml Milch, okay. Ich nehme Hafermilch. Ich sollte die vielleicht nicht schütteln, während ich die zeige. Ich würde spontan sagen, der Teig ist echt cremig soweit. Ich habe sogar Öl und werde jetzt hier erstmal das Waffeleisen einfetten. So, das Waffeleisen ist fertig mit Vorheizen. Ich habe hier den Teig und hier auch einen Teller. Und ich muss jetzt meine ästhetischen oder weniger ästhetischen Knie hier mal ins Bild halten. So, 2 bis 3 Esslöffel. 1, 2, 3. Dann mache ich hier mal nur 1, 2. Ja, und jetzt machen wir schnell mal zu. So. Ja, ich würde sagen, es ist bei beiden ganz gut. Nicht wundern, da waren so schwarze Punkte drauf. Wir haben vorher Schokowaffeln gemacht. Und dementsprechend, also solche ganz dunklen Waffeln, also aus ganz dunklem Teig, dementsprechend kann sein, dass davon noch Reste da drauf sind, weil ich mir vorstellen kann, dass es dann einfach nicht optimal gereinigt wurde. Dann warten wir jetzt mal ab, backen jetzt mal ganz fix hier die Waffeln, steht da 4 Portionen, ich glaube es werden wieder 20 oder sowas, keine Ahnung. Und dann sehen wir uns wieder, wenn die Waffeln alle fertig sind. Wir verkosten jetzt, ich zeige sie euch eben mal, ich habe jetzt nur noch eine Kamera hier. Einmal mit Schoki, einmal ohne zum Kosten. Okay, der Karl sagt mir nicht, ob es ihm schmeckt, also muss ich jetzt auch mal kosten, erstmal ohne. Also sie sind sehr lecker. Die Konsistenz ist super, die sind schön knusprig außen, innen schön weich. Ich muss sagen, dafür, dass es Vanillewaffeln sind, schmecken sie echt wenig nach Vanille. Was ich jetzt nicht schlimm finde. Aber ich habe jetzt mit mehr Vanille gerechnet. Was wollte ich noch sagen? Sie sind nicht sonst wie süß. Aber jetzt kommt nochmal der Test mit Schoki. Und das dürfte ja wahrscheinlich dann süßer sein. Ich glaube, das ist jetzt so meine Erfahrung. Immer wenn so Waffeln mit irgendwas Süßem als Serviervorschlag da eingegeben sind, ist der Waffelteig an sich nicht so süß. Danach kann man sich richten, wenn man einen nicht so süßen Teig sucht. Ihr habt jetzt auch gesehen, wie wenig Zucker da dran war. Also ich finde sie sehr lecker, ich empfehle das Rezept sehr gerne weiter. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen und man sieht ja auch, wie unkompliziert man ohne Küche backen kann. Ich habe voll Bock, nochmal sowas zu machen, solange ich halt keine Küche habe und habe mir auch schon was überlegt. Mal gucken, wie sich das so umsetzen lässt und ja, dann verlinke ich das letzte Video unten drunter und ja, dann bis zum nächsten Video.